Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen beim Musotalk. Heute bin ich in Ibbenbüren auf der Musikproduktivmesse und neben mir ist Andreas von Kawai. Hallo Andreas. Hallo, Tag. Ihr habt zwei schöne Stage-Pianos hier, die ihr heute zeigt. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Ich weiß zum Beispiel schon, dass das auf Samples basiert. Ja, natürlich. Beide sind ganz frisch am Markt, sind ganz neu. Das MP6 gerade in die Läden gekommen und das MP10, das Top-Teil, noch gar nicht in den Geschäften, sondern erstmalig hier auf der Produktivmesse. Und die Tonerzeugung basiert natürlich auf Samples, klar. Mhm. Und das ist ganz frisches Sample-Material, quasi gerade erstellt, sehr sorgfältig, mit sehr viel Speicher, unglaublich lange Samples, okay, mit sehr dynamischer Auflösung. Okay. Und es gibt ja wahrscheinlich auch für jede Taste mehrere Layers. Weißt du, wie viele das sind? Ich weiß, wie viele das sind. Es sind bis zu 7 im MP10. Okay, okay. Jetzt, ich bin ja so ein Computer-Nerd, ne? Ja. Also das ist jetzt wirklich das erste Stage-Piano, das ich sehe, wo man USB-Stick einstecken kann. Ja, das ist auch der USB-Stick selbst vielleicht nicht ganz so neu, aber einige neue Funktionen darin. Ich kann über den USB-Stick natürlich MIDI-Files, MIDI-Daten einladen, abspielen. Ich kann aber auch Audiodaten einladen und abspielen, also WAV- oder MP3-Dateien. Und das ist wirklich neu, ich kann das hier auch direkt aufnehmen. Ich muss also nichts verkabeln, keinen MP3-Player oder Recorder anschließen. Ich kann direkt auf diesen Stick MP3-Dateien aufnehmen. Das ist ja nicht so schlecht. Aber wie funktioniert denn das? Rendert das da drin jetzt ein WAV-File und das wird dann darauf übertragen, so in etwa? Ganz genau so funktioniert das. Alles klar. Was ist denn hier soundmäßig angesagt? Heutzutage sagt man ja, ein Stage-Piano muss ja mehr können als nur Piano. Was kann es noch mehr außer Piano? Die können natürlich viel mehr als nur Piano. Das MP6 ist, was die Anzahl angeht, sogar besser ausgestattet. Im Ganzen finden wir 256 Klänge da drin. Also viele, viele verschiedene Pianos für alle Einsatzzwecke. E-Pianos, Orgeln, Streicher, Gitarren, Bläser, Bässe, Synth-Sounds, Flächen. Also alles, was ich auf der Bühne irgendwie jemals brauchen werde, hat das MP6 an Bord. Und so eine Domäne von euren Digital-Pianos ist ja eigentlich auch immer, dass man hier dann eben mal wirklich eine richtige Tastatur hat. Ne? Kannst du gut spielen? Ich werde mich bemühen. Kannst du vielleicht mal so ein paar typische Sounds anspielen? Ja, selbstverständlich, klar, natürlich. 50% sparen beim Einkaufen von Yamaha. Können wir mal ausprobieren? Der traut sich schon nicht. Wichtigster Sound natürlich das Piano. Da jetzt Effekt drauf? So ein Hall oder Delay? War das pur? Nein, das war also das pure Piano. Alles, das was geht schon ziemlich fett, ja. Kommt vom Pedal. Okay, alles klar. Ganz kurz noch, ganz neue Samples, auch die E-Pianos. Okay. Zum Beispiel das hier. Einmal oben links. Und wenn du sechsmal triffst, habe ich da einen schönen Leslie gehört? Das ist ein Tremolo-Effekt, das ist wirklich ein Stereo-Tremolo, der links, rechts die Tremulation von einem Effekt simuliert. Mhm. Außerdem finden wir noch verschiedene Verstärkersimulationen im Instrument, sodass mein E-Piano auch wirklich in entsprechendes Ambiente eingebettet werden kann, wie das damals üblich war. Absolut. Und damals war ja vieles üblich, was auch gut war. Genau. Nicht alles, was alt ist, ist schlecht. Genau, absolut. Was kostet denn die kleine und die große Version? Die kleine Version liegt hier im Straßenpreis bei 13,50 etwa und das neue Top-Instrument, das MP10, knapp über 2000 Euro. Okay, wann kommt das neue Top-Instrument denn in den Handel? In die Geschäfte Ende November oder direkt Anfang Dezember. Klasse, super, ja toll. Also hat mich auf jeden Fall mal beeindruckt. Guter Sound, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.